kann man dann hier? Ui, eine Pumpgun. Die brauchst du hier auch leider. Weil mit Pfeil und Bogen kannst du die Viecher echt vergessen, egal wie gut du bist. Standard Pumpgun. Ja, blöd gelaufen. Hier kann es natürlich nur extrem abgehen. Drei Fertigkeitspunkte, super. Sicht der Eule, Überlebensinstinkte halten länger. Auf der ja. Können wir das eigentlich machen? Warte mal, ich kann doch bestimmt jetzt auch schon irgendwas upgraden. Ja, ich habe viel. Bischof Gold Edition. What? Bischof 600. Bischof Gold Edition. Ich könnte eigentlich das nehmen. So, machen wir mal mehr Schaden. Feuer frei und das war's. Mehr können wir nicht machen. Gut. Super. Ein bisschen mache ich noch. Natürlich ist der Gang jetzt nett. What the fuck war das? Du Ratte! Alter, leck mich um! Genug. Nichts wie weg. Jo, da gebe ich dir recht, Mädchen. Hallo, nachladen. Nein, ich habe keine Muni mehr. Boah, leck mir am Arsch. Thank you.
Alles voll. Gut, hier geht's weiter. Ja, super. So, erstmal das Rad hier freiräumen. Das werden wir wahrscheinlich brauchen. So schnell wie möglich hier raus. Ah, hier unten ist noch was. Bist du wieder da, Justin? Da unten ist noch was. Ihhh. Das ist ja eklig. Ganz langsam. Nein! Ich glaube, ich sollte nicht so viel von dem Kram nehmen. Ich habe nicht so viel Shotgun-Money. Irgendwie darüber. Das schaffen wir doch. Da unten erwartet was. Knapp. 1. Dezember 1603. Ich wurde mitten in der Nacht durch ein seltsames Geräusch geweckt. Lopez starrte noch immer ins Feuer, obwohl es inzwischen nur noch aus Glut bestand. Ich fragte ihn, ob er das Geräusch ebenfalls gehört hatte, erhielt als Antwort aber nur ein Knurren. Ich legte ihm eine Decke über die Schultern und fachte das Feuer wieder an. Dann setzte ich mich und lauschte. Ich hörte weit entfernte Schreie und Zischlaute, die vermutlich durch die Windungen der Höhle verzerrt wurden. Doch unter all diesen Geräuschen war noch etwas anderes. Ein schwaches Summen. Ich habe so etwas schon zuvor gehört, jedoch nur selten und auch nur, wenn ich tief ins Gebet versunken war. Es klang wie die Stimme Gottes. Na dann. So, ja, wir können ja... Nirgends weiter. So, Justin, falls du keine Ahnung hast, was abgeht. Was für ein Anblick. Jo. Was ist hinter der Tür? Da geht's hier wie mir. Komm, Lara, runter. Gut. Wir werden hier von irgendwelchen Viechern gejagt. Mitunter. Den muss ich wahrscheinlich zerschießen. Oder? Nee, muss ich nicht. Okay.
What? Hallo, ich würde gern. So, von denen kann ich ein paar machen, das ist gut. Kann ich irgendwie nicht explodieren lassen, oder? Warum brauchen die denn so lange? Wenn das überhaupt so gewollt ist. Hier könnte die Schatulle sein. Super. Die Frage ist nur, wie komme ich denn da rüber? Die Pfeile wieder mitnehmen? Nee, ne? Kann ich auch nicht zum Explodieren bringen. Na gut, dann muss ich hier runter. Aber hier unten gibt es noch was. Ich habe keine Ahnung, wie ich das Zeug freikrieg hier. Dafür habe ich nicht genug Platz. Na gut, ich muss hier ein bisschen aufpassen. Hey. Ha, ich hab's gewusst. Dass hier noch irgendwas ist. So. Nimmst du mal den Bogen. Da sind die Jimmys versteckt. Ansonsten gibt's hier nix. Oh, diese Lümmel. Ich brauche fließendes Wasser an dem Rad. Nein! Ups. Okay. Ich brauche fließendes Wasser an dem Rad. Mädchen, das weiß ich. Das ist soweit auch okay. Was? Warum benutze ich nicht das da? Ich brauche fließendes Wasser an dem Rad. Kriege ich das so hin? Nein. Andersrum? Ich brauche fließendes Wasser an dem Rad. Das ist mir schon klar. Ich brauche fließendes Wasser an dem Rad. Oh, Lara, ich weiß das. Hey!
Weiß, wo du lang musst. Okay. Ich brauche fließendes Wasser an dem Rad. Ich weiß schon, was du brauchst. Die Frage ist nur, kann ich dir das geben? Und runter. Lass mich raten. Jetzt geht's wieder rund. Nee. Okay. Nee, ist schon richtig so. So, dass wir hier reindrehen schon mal. Das will ich noch mal vorbeugen. Und jetzt kommt das da. Andersrum. Ja, das perfekt. Guckt noch jemand zu. Was sind denn das für Viecher, ey? Woher kommen die bloß alle? Oh, ihr Mistsäue. Hoffentlich gibt es da eine Cut. Gibt es da einen Cut? Zwei Türen, natürlich. Aber das muss die letzte sein. Gut, die nächste Tür. Die Frage ist, wie komme ich denn da hin? Okay, ich weiß. Ich kann es, glaube ich, ein bisschen erahnen. Ich muss mich jetzt mal ein bisschen konzentrieren. Zwei Türen. Komme ich denn da jetzt rüber? Kann ich das wieder andersrum machen? Oder muss ich hier hoch? Nee, das kann ich nicht mehr bewegen. Okay, gut. Dann hat der Käse auch gegessen. Die Frage ist nur, wie komme ich denn da jetzt weiter?
Ich muss irgendwie auf die andere Seite. Die Frage ist, wie komme ich auf die andere Seite? Wahrscheinlich unter Wasser. So, wollen wir mal gucken. So einen kleinen Überblick verschaffen. Nein. Es war so klar. Hallo. So. Ist schon mal weg. Das auch. Gibt es hier noch irgendwas, was weg kann? Nö. Na gut. Werter stiller Zuschauer, wollen wir mal weitermachen? Ich brauche fließendes Wasser an dem Rad. Oh Mädchen, das weiß ich. Das weißt du, das weiß ich. Fließendes Wasser an dem Rad. Ich will mich doch erstmal umgucken. Dreht sich nicht. Na, scheiße. Das war irgendwie klar. Ich muss erstmal hier runter. Oh, ist das mies. Ist das mies. Kann doch nicht sein, dass ich Two-Hit bin. Schon mal Zeit für einen Waffenwechsel habe ich. Ich brauche fließendes Wasser an dem Rad. Ich weiß, was du brauchst. Okay, es sind nur zwei. Ich brauche fließendes Wasser an dem Rad. Muss ich da jetzt Dingsbums hoch eiern? Ah nee, warte. Ich brauche fließendes Wasser an dem Rad. Kann das Ding doch in der Regel. Fließendes Wasser an dem Rad. Ich weiß, dass du da fließendes Wasser am Rad brauchst. Die Frage ist nur, wie kriegst du das frei? Wie kriege ich dieses Rad frei? Vielversprechend. Alles klar. Na komm, dafür hätte sie jetzt nicht unbedingt das Dingsbums hier aufmachen müssen. Das hätte auch, wäre auch so gegangen. Fließendes Wasser an dem Rad. Guck mal, da unten liegt jemand. Ach so, voll. Okay. Dann wieder nach oben. Ich
brauche fließendes Wasser an dem Rad. Alter, was geht denn hier ab? Noch was? Ah, super. Mit einem neuen Stream. Achso, ja, doof. Sie müssen weg, ich war es. Los, weg hier. Noch, komm schon. Schnell weg hier.
Endlich. Geschafft. Ich muss nur hier irgendwie raus. 63% abgeschlossen. Okay. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Fehlende Ausrüstung. Super, ich muss da hoch und ich habe fehlende Ausrüstung. Kann mir das mal bitte jemand erklären? Danke. Es ist unglaublich. Überhangsteigeisen erforderlich. Ja, die habe ich halt noch nicht. Den Bug in der Geschichte gefunden. Ich habe da noch gar keinen Überhang Steigeisen. Da gehe ich einfach mal hier weiter. Wenn das klappt. Schön. Gut. Oder muss ich hier lang? Ups. Nett gemeint, aber Lara, ich habe immer noch keine Ahnung, wie du das schaffen willst. Weil ich kann hier nicht weg. Ich habe auch keine Steigeisen. Noch. So, wie mache ich das jetzt? Ah, ich verstehe. Hm.
Lass mich raten, hier finde ich die Dinger. Es war so klar. Das könnte helfen. Super. Hallo? Ja, auf, komm schon, Lara. Wunderbar, oh wunderbar. Übergangssteigeisen halten, super. Yo. Gut. Man kann es auch übertreiben. Ja, ja, natürlich. Ja, alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Okay. What the? Ich muss springen. Das ist der einzige Weg. Oh, wenn ich jetzt eine Facecam an hätte, könntet ihr meinen bekloppten Gesichtsausdruck sehen.
da schwimmen. Ich bin doch schon dabei. Aha. Hier komme ich also raus. Ich verstehe. Puh, gut. Ich werde aber auch den... Gut. Werde aber mal speichern. Manchmal denke ich, dass ich weitermachen muss und dass ich alle enttäusche, wenn ich nicht weitermache. Ein Tsunami rollt auf uns zu. Und das ist nur die erste von vielen Katastrophen. Das ist deine Schuld. Ich muss jetzt los. Ich bin die Einzige, die... Die Einzige, die was?